Bams. So, und da hauen wir uns schon in das nächste Match hier rein. Es ist noch nichts passiert, wie ihr seht. Es geht gerade los. Rankiku gegen Dante Lucius. Auch Rankiku kennt man aus dem Turnier. Obwohl nicht durch meine Parts, nur für diejenigen, die damals in dem Livestream waren. Sie ist damals ins Finale gekommen. Und kämpft nun hier gegen Dante Lucius, einen Jäger. So. Und wie wir es vom Druiden kennen, ist er natürlich ganz schön defensiv eingestellt. Und das, ja, gar nicht mal so ohne. Also diese Schleimis, die sich verdoppeln, natürlich gleich mal aufgewertet. Hier ist eine schöne Taktik. Aber der Jäger weiß sich da schon zu helfen. Ich muss ja ganz ehrlich sagen, Jäger gehen mir am allermeisten auf den Keks in den Ranked-Spielen. Wenn ich schon sehe, dass ich einen Jäger als Gegner bekomme, dann weiß ich ganz genau, wie er drauf ist. Und was er für Karten hat und was er dann bringt und wie er mich vernichtet. Also wohlgemerkt in den Ranked-Spielen. Ich kann Jäger nicht mehr sehen. Aber Dante Lucius scheint ja ein paar andere Karten zu haben. Verstohlenheit ist natürlich eine schöne Sache. Kann man so schön den richtigen Moment abwarten, wenn man den angreifen will. Der Spott übrigens, der zählt dann noch nicht. Erst wenn die Verstohlenheit vorbei ist, dann ist auch der Spott aktiv. Ein Schleimi von Rankiku lebt noch. So, ich bin mal ganz kurz weg, beziehungsweise kein Commentary. Aber die Aufnahme läuft noch, nicht wundern. So, da bin ich wieder zurück. Ungebetener Besuch gehabt. Gleich mal abgewimmelt hier. Nicht beim Hearthstone zocken, das geht ja mal gar nicht. Ja. YouTube-Zuschauer haben mich wahrscheinlich trotzdem gehört. Da kann man ja alles professionell cutten.
Aber nun gut, wie sieht's denn aus? Ja gut, ich habe ja die ganze Zeit kommentiert, deswegen wäre es jetzt blöd, das nochmal zu resümieren. Sieht ja noch relativ ausgeglichen hier aus. Ja, 21 zu 17. Da schenken sie sich mal wieder nichts hier, Druide und Jäger. Oha, das Wildschwein. Sieht man nicht so oft hier. Den König der Wildtiere. Je mehr Wildtiere draußen sind, desto stärker der Spott. Da muss man erstmal durch. Tja, da wird sich gegenseitig zugespottet. 18 zu 17, die machen es richtig spannend, die beiden. Und dabei befinden wir uns immer noch in den ersten Runden, wie ihr natürlich seht. Wobei, bald nicht mehr. Zu gewinnen gibt es diesmal übrigens nichts. Aber in dem nächsten Turnier, das ich auch auf YouTube ankündigen werde, da wird es auch Preise geben. Da habe ich schon ein paar feine Goodies für euch. Und jetzt wird es langsam eng hier. Der König der Wildtiere, der steht da immer noch sein Tier. Aber Rankigo wehrt sich. Der Löwe muss fallen. Und da ist er weg. Ja, Board geklärt. Mal gucken, wer es sich jetzt ergreift. 7 zu 17. Das kommt jetzt natürlich drauf an, was unser Dante Lucius hier auf der Hand jetzt hat. Was wird er spielen? Fünf Lebenspunkte. Mit der richtigen Karte könnte man das hier jetzt beenden. Die Hyäne, die immer stärker wird, wenn Wildtiere sterben. Also man merkt schon, der Jäger ist hier sehr stark auf seine Wildtiere getrimmt. Das ist so in den sieht man eigentlich mittlerweile seltener. Früher gab es deutlich mehr Wildtierdecks. Aber die Jäger von heute. Die haben da nicht mehr so viel davon drin. So. Wollen wir mal gucken, was jetzt passiert. Weg mit der Hyäne! Ja, das bleibt spannend. Ich darf jetzt halt nicht so viel sagen. Wir wollen ja nicht helfen bzw. verraten. Oh, jetzt kommt aber die ganze Tierschar hier. Eieieiei. Und das war's. Ja, stimmt. Die haben ja Ansturm. Das Nashorn hat ihnen allen Ansturm verliehen. Da hat er kurz einen Prozess gemacht. In dieser Runde nicht schlecht. Okay. Los. Jo. Da bin ich nun an der Reihe gegen, oh mein Gott. Oder aus den Kommentaren kennt man ihn auch unter dem Namen Tirgaslan. Und wir kämpfen nun.
gegeneinander. Ich habe mich bei diesem Turnier für den Paladin entschieden, den ich erst heute mir zusammengebastelt habe. Ich habe schon ewig lang keinen Paladin mehr gespielt. Und ja, muss jetzt natürlich, ne? Der Feind hört zu. Deswegen, aber gut, das kriegt man schon hin. Ja, mal gucken, wie es läuft. Ich bin gespannt. Tirgaslan ist einer meiner absolut ältesten Kommentarschreiber. Also jetzt nicht vom Alter her, sondern von der Länge her. Ungefähr da, wo ich angefangen habe, war er schon da und hat kommentiert. Und er ist immer noch da. Es gibt keinen, der älter ist. Ja, ich bin da auf sowas stolz. Das muss man einfach erwähnen. So, gucken wir mal. Er spielt einen Schamane. Und ja, da macht er einer meiner Lieblingskarten gleich mal kaputt. Dieses Knistern. Das Knistern ist schon ein bisschen overpowered, oder so? Ich weiß ja nicht, oder? Hat das Überladung? Ja, es hat eine Überladung, okay. Ja, gut, dann, ne, spiele ich halt einen Hampelmann. Weil ich es kann. Es ist jetzt natürlich so, dass unsere weiteren Teilnehmer, die gucken sich das ja auch an, wie man hier ja auch sieht. Da sehen wir auch ein bisschen die Zuschauer. Und die können sich natürlich dann schon für die nächsten Runden so ein bisschen, ne, überlegen, ja, da wird der Gegner so und so sein. Aber genau deswegen haben wir ja als Regel festgelegt, dass wir die Klasse nicht mehr ändern dürfen. Klar, man könnte jetzt, also wenn ein Best of Three fertig ist, dann ist es ihnen gestattet, da noch irgendwas zu wechseln. Aber ich weiß ja nicht, ob da ein paar Kartenwechselerei, ob da das dann ausschlaggebend ist. So, okay. Also erstmal muss ich gucken, dass ich da überhaupt durchkomme bei ihm. Jetzt hat er sich da schon wieder geschickt zugebastelt. So. Ja gut, dann würde ich mal sagen, schmeißen wir die eine Waffe weg und brechen durch. Muss zwar ein Hampelmann auch drauf gehen, aber egal, Hauptsache durch. So. Ich habe früher, so in der Beta, habe ich auch eine ganz, ganz lange Paladin-Phase gehabt. Allerdings war der damals natürlich noch komplett anders wie jetzt. Aber auf einmal hat sich so ein bisschen verloren. Und schon wieder. Ey, das ist ja voll der Spottmensch hier. Gut. Gut. Beziehungsweise nicht gut. Muss schon wieder irgendwie durchbrechen. Okay, ich habe eine Idee. Machen wir mal nochmal den Messer-Jongleur. Und pieksen ihn ein bisschen. Mal gucken. Also. Ja, wenn jetzt noch ein Messerchen, dann. Ja, okay, ich bin zufrieden. Ja. Nee, ich bin nicht zufrieden. Verdammt, ich hätte das angreifen sollen. Ich bin so unaufmerksam, wenn ich aufnehme. Ich hasse das an mir. Wenn ich kommentieren aufnehme. Ah, schlimm, ey, Leute. Nochmal. Ich hätte, ne? Er ist da und. Ja. Okay, ja. Bleibt's halt spannender. Lebt der Spott halt noch. Ah. Ich vergesse das aber auch ständig, weil ich spiele den halt noch nicht so lange, den Paladin, und diese Karte hier. Ich denke dann immer, ja, die drei Rekruten. Aber ich vergesse immer, dass da noch eine Waffe hinzukommt. Ich vergesse das ständig, weil die Waffe ist crap. Aber sie ist halt da. Am Anfang ist es ganz nett, wenn man da noch einmal draufhauen kann, aber war halt jetzt ein bisschen failig. Kann ich jetzt nicht ändern. Mal gucken. Manchmal ist es ja in Hearthstone so, dass ein einziger Fehler einem das Genick bricht. Vielleicht habe ich ja noch eine Chance. Ja. Okay, da ist es jetzt eigentlich relativ eindeutig, was wir machen. Wir werden ihn spielen. Kabooms. Bisschen aufrüsten hier, den Spaß. So, und dann wird jetzt hier gecleant. So. Da kann man nichts falsch machen.
Ist natürlich richtig mies. Der Rüstmeister, der, ich glaube, der kam der in das neue Add-on erst hinzu. Den gibt's noch nicht so lange. Und da macht es richtig Spaß, wieder mit Hampelmännern zu spielen. Okay, die Karte muss. Die muss schnell weg. Denn Karten ziehen. Ne. Mag ich mal gar nicht. Beim Gegner. Mal gucken, ob noch was kommt. Oh, Windzorn und Überladung, okay. Ja, da hat er jetzt einiges aufgebauscht. Und ich würde schon mal sagen, das ist ein klarer Fall von dem hier. So. Können wir das so entfernen? Und der Rest darf drauf. Lululululu. Okay. Mein Streitherr hier. Da kommt noch ein Hampelmann. Das Hampelmann-Deck. Früher habe ich es ja nicht gemocht. Aber jetzt, wo man sie aufwerten kann, kann man sich schon mal wagen. Ich bin gegen ein nahezu ähnliches Deck damals in dem ersten Turnier ausgeschieden. Gegen, wie hieß er nochmal? Fischkopf. Gegen Fischkopf bin ich hier leider ja, gescheitert. Da habe ich noch den Druiden gespielt. Puh. Ja, gut, dann wechseln wir mal wieder unsere Waffe. Moment mal. Das hätte ich fast nicht aufgepasst. Könnte ja eigentlich gleich hier rauf, nee. Ach, der hat ja schon angegriffen. Na, dann lebt er sogar noch. Nee, tut er nicht. Okay. Wir machen natürlich gleich das nächste Match. Also, wenn ich spiele, dann ist das das Einzige, wo ihr beide Matches sehen werdet. Weil ich dann ja schlecht, ne, bei den anderen reinzwitschen kann. Und los geht's. Ja, machen wir gleich weiter. Ich kann aber schon mal die nächste, die nächsten bekannt geben, die jetzt gleich spielen. Die können schon mal ihr erstes Match machen. Denn die können sich jetzt wahrscheinlich schon denken. Das sind nämlich die einzigen, die noch übrig sind. Das ist der Lasan gegen Groot. In der ersten Runde. Die können jetzt schon mal beginnen. So. Tja, und schon schauen die beiden nicht mehr zu. Wie kommt das nur? Ja, die werden sich jetzt natürlich ihr erstes Match liefern. Und wir gucken dann im nächsten Part oder vielleicht noch in diesem. Ich weiß noch nicht, wie ich es cutte. Gucken wir dann im zweiten Match zu. So, okay. Moment, mit was starte ich? Dem oder dem, dem oder den, dem oder den. Ich kann mir so schlecht entscheiden. Ja, den. Mein über alles geliebter Nervotron. Gottesschild des Nervotrons ist schon mal weg. Ja, ich merk's schon. Du magst meinen Nervotron nicht. Ja, ich hab's kapiert. Ist ja gut jetzt. Ist ja gut. Dann werde ich dich halt damit beglücken. Wobei, das hat er ja auch noch schmerzlichen Erinnerungen. Ihr könnt auch schon mal so ein bisschen für das nächste Turnier, also für das YouTube-Turnier, werte Zuschauer, könnt ihr mir gerne mitteilen. So, es gibt ja verschiedene Regeln, mit welchen Regeln wir denn spielen wollen. Also hier gibt es ja quasi überhaupt keine, kann man fast sagen. Igitt, wie komme ich denn da jetzt am besten durch? Das ist so beim Paladin ist es eine Krankheit, ne? Es geht erst bei 4 Mana so richtig los mit ihm. Finde ich.
Na gut. Okay. Ja, dann werde ich das erstmal so hinnehmen. Da wird's verstärkt. Hätte ich das Gottesschild doch mal lieber weggemacht. So habe ich mir das nicht vorgestellt. Nein, nein, nein. Aber wie ich schon sagte, mit 4 Mana geht's rund. So. Und schon haben wir wieder ein bisschen mehr Luft hier. Ich bin ja überhaupt kein Fan von diesen Überladungen. Also ich versuche das... Also wenn ich Schamane spiele, dann ja meistens nur in der Arena. Und dann will ich diese Überladung nicht haben. So, was machen wir denn da? Ja, eigentlich wäre das doch ganz gut. Ich denke, ich werde hier jetzt noch ein bisschen auf das Board Cleaning gehen. Viel Karten hat Tiergaslan nicht mehr. Und deswegen versuche ich mir die Board Control zu sichern. Okay. Ja, was machen wir denn da? Okay, dann machen wir ihm das erstmal kaputt. Und spotten auch. Gebt mir eine Quest. Der rastlose Abenteurer. Den habe ich früher gern gespielt. Mittlerweile gar nicht mehr. Den hatte ich bei meinem Priester drin, weil der so viele kleine Zauber hatte. Das war schon ganz lustig. So, aber jetzt gerade mag ich ihn nicht so. Bin gerade überlegen, was ich wegmache. Ich habe ein bisschen Angst vor ihm. Der kann halt sehr schnell sehr stark werden. Aber mich stört mehr das, muss ich sagen. Deswegen... Weg damit. Und kommen wir doch noch mit ihm. Dr. Boom. Meiner Meinung nach immer noch ein bisschen überpowered für 7 Mana. Ich finde, der müsste eigentlich 8 Mana kosten, bin ich immer noch der Meinung. Aber na gut. Sowas habe ich befürchtet. Das macht er dicht und der Abenteurer wächst und wächst und wächst. Aber vielleicht auch nicht, denn dadurch, dass er jetzt ein Spotter ist, komme ich vielleicht eher an ihn ran. Aber zuerst möchte ich mir doch mal angucken, was ich geschenkt bekomme vom guten Tiergaslan. Ja, okay. Da darf ich mich eigentlich nicht beschweren, ne? So, das war ein Fehler, ja. Vielleicht, mal gucken. Ich werde jetzt erstmal ein bisschen Party hier machen. Bombenstimmung hier. Mal gucken. Ja, gar nicht mal so schlecht. Dann hier noch eine draufhauen. Also die Bomben waren schon mal besser drauf, muss ich sagen. Das war jetzt nicht so berauschend, aber gut, ist halt Glücksspiel. Ja. Durchkomme ich natürlich noch nicht. Spielen wir mal ihn noch und dich noch. Und da hauen wir mal drauf. So. Aber wir mausern uns durch. Wir mausern uns langsam aber sicher durch. Ei, mein armer Dr. Boom. Reicht genau, dass er ihn mehr kaputt macht. Na toll. Bleibt spannend. Obwohl, ja, den kann ich gerade gebrauchen. Dich. So, und töten werde ich dich. Mit wem denn? Mit dem, ich will eine Karte. Okay.
So, wir haben aufgeräumt. Jetzt befürchte ich am meisten immer beim Schaman diesen Blitzschlag, der auf alle geht. Ich finde den so fies. Aber nein, er macht dicht. Oh Mann. Wieder muss ich durchbrechen. Diesmal mit... Ja, ne? Machen wir das hier mal. Ich finde das schon ziemlich krass mit den Humble-Männern, also. Also, ihr merkt es schon, ich habe den noch nicht lang gespielt. Ich kann mich da noch relativ schnell und so begeistern damit. Aber es gefällt mir wirklich. Werde ich bestimmt noch länger spielen. So, ich überlege gerade, was ich hier noch vernichte. Okay, dann machen wir das so. Ja. Dann geht da nämlich nichts kaputt. Nein! Kann jetzt nicht wahr sein. Oh, nee, ey. Ich kriege jetzt natürlich nicht mehr down. Ach so, ein Dreck. Mann. Meine ganze Streitmacht. Oh. Boah, böse. Ja, das ist halt... Das war jetzt Glück. Ausgerechnet der, ey. Nee, nee, nee. Na gut, dann bauen wir uns neu auf. Wird aber gar nicht so einfach, finde ich. Fangen wir mal an. Sylvana. Ein Allround-Liebling. Ganz schön gefährlich. Kann den Aufbau des Gegenspielers natürlich deutlich beeinträchtigen. So. Mal gucken, was passiert. Ja, man sieht es schön, er überlegt. Auf das Monster oder doch auf mich? Hm. Er ging auf mich. Okay. Dann werten wir jetzt... Was machen wir denn da? Ja. Erstmal durchbrechen. Den weg. Spott. Und das. So. Gefällt mir schon ein bisschen besser. Aber es ist auf jeden Fall eine spannende Runde wie die erste. Der hält sich da richtig wacker, muss man sagen. Okay. Dann holen wir wieder die Humble-Männer raus. Die hat er bestimmt schon vermisst. Nicht wahr? Da sehen sie wieder. So, was kriege ich denn Feines? Na gut, so fein kann das gar nicht werden. Oh, doch, ja. Nehme ich. so, okay. Ja, jetzt langsam aber sicher mal hier. Ich mache alles weg hier. Ich weiß, es sind nur Totems, aber auch Totems kann man aufwerten und weg mit dem Mist. So, in der nächsten Runde wird es dann lustig. Vielleicht. Froschi. Aber gut, das soll uns jetzt nicht so stören. Ich würde mal vorschlagen... Nee, lohnt sich eigentlich auch noch nicht. Ach komm, doch, wir machen's. Der eine Punkt. Dafür haben wir schöne neue Karten. Wirkt müde. Okay, und dann noch ein Humble-Mann. Ja, jetzt wird es natürlich eindeutig. Das ist immer die Sache, ne? Wenn man darauf immer auf eine Karte nur angewiesen ist, dann sieht das nicht gut aus. Aber Iltian... Sturmgrind, sogar in der goldenen Edition hier. Mann, Mann, Mann. Nicht schlecht. Das Beste kommt zum Schluss. Aber gut, ist jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben, aber Spottkiller auf das Ding zu hetzen, aber egal. Wir können es ja. Ja,
Das war's. 2:0 gewonnen. Auch ich bin eine Runde weiter. Aber wie gesagt, ein Spiel haben wir ja noch. Danke fürs Mitmachen, Tiergaslan.